Gewalt und Ausschreitungen beim G20 in Hamburg. Damit herzlich willkommen zum Sonntagspodcast und das ist genau das Thema, über das ich mit euch heute diskutieren möchte. Die mächtigsten Staatsoberhäupter treffen sich in Hamburg und genau das treibt viele Demonstranten auf die Straße. Zunächst mal finde ich es persönlich gut, dass Leute auf die Straße gehen und demonstrieren, ihr Maul aufmachen, wenn etwas nicht passt. Was ich allerdings scheiße finde, wenn dann so Autos angezündet werden oder so kleine Läden demoliert, denn da trifft es komplett die Falschen, nicht die Kapitalisten, sondern die ganz normalen Bürger, die selber ums Überleben kämpfen. Man kann jetzt da auch nicht alle Demonstranten über einen Kamm scheren, meistens ist das so eine kleine gewaltbereite Gruppe, die das stumpf macht. Wenn man sich aber informiert und einige Videos auf YouTube und auf den anderen Medien anschaut, sieht man auch, dass die Polizei mit enormer Gewalt vorgeht und da ist auch meine Frage, trifft es hier immer die Richtigen? Manche Leute auf Facebook fordern sogar, dass der Gebrauch der Schusswaffe von der Polizei legitimiert werden sollte und einfach so bestimmte Demonstranten weggeschossen werden sollten. So, jetzt muss ich gleich mit meiner Meinung da einhaken. Klar ist es scheiße, wenn jemand dem anderen sein Auto anzündet und derjenige sollte auch zur Rechenschaft gezogen werden. Aber so eine Person einfach zu erschießen oder wegzuballern, das geht meiner Meinung nach voll am Ziel vorbei und ist viel zu hart. Und derjenige, der sowas schreibt, dass sowas cool sein soll, ist für mich ein totaler Vollidiot. Ja, warum die Demonstration? Weil ein paar wenige Leute das ganze Geld und Kapital an sich raffen, auf Kosten der normalen Bürger, die immer härter arbeiten müssen und dafür immer weniger Geld rausbekommen. Das ist teilweise schon ein regelrechter Kampf zum Überleben, weil die Mieten immer teurer werden, alles wird immer teurer und die paar wenigen, die lachen sich ins Fäustchen, gehen Golf spielen und finanzieren sich dadurch ihren Luxus. Ja, wie könnte das alles enden? In Amerika zum Beispiel in der Geflügelindustrie habe ich einen Artikel darüber gelesen, dass Mitarbeiter sogar Windeln tragen müssen, weil die Toilettenpause nicht gestattet ist in der Schicht, sodass die Arbeitsleistung optimal ausgelastet ist. Natürlich auf Kosten der Arbeitnehmer, die dann auch noch relativ wenig dabei verdienen. Und die Großkonzerne, die reiben sich die Hände und denken sich, ist denn heute schon Weihnachten? Wenn diese Arbeitsmentalität nach Deutschland überschwappt, wissen wir alle, was uns bevorsteht. Und die schönen Zeiten sind somit offiziell beendet, wobei das jetzt schon den Anschein macht in vielen Berufen. Durch fehlende Perspektive und immer weniger Lohn könnte es auch sein, dass viele Menschen immer weniger zu verlieren haben und dadurch viele Demonstrationen am Ende in einem Blutbad enden. Talente werden in Deutschland oft nicht gefördert und so kann es sein, dass junge Studenten, die im Ausland studiert haben, oft auch mit Elite-Universitätsabschluss hier in Deutschland keinen Job finden und arbeitslos sich melden müssen. Denn viele Großkonzerne holen sich ihr Fachpersonal im Ausland, wo die Lohnzahlung viel geringer ist, wo auch fähige Leute sitzen und damit stehen halt viele Deutsche ohne Job da. Dieses Thema ist natürlich auch Nährboden für verschiedenste Verschwörungstheorien. Ob alle falsch sind, das muss jeder für sich entscheiden. Und ich stelle euch jetzt mal 6 Stück davon vor. So, Verschwörungstheorie Nummer 1. Man könnte sagen, dass wenige Menschen, die sogenannten Eliten, die komplette Welt versklaven wollen und das ganze Kapital an sich reißen möchten. Stichwort hierzu ist New World Order. Verschwörungstheorie Nummer 2. Man könnte sagen, dass dieser G20-Gipfel absichtlich nach Hamburg verlegt wurde, damit es diese Ausschreitungen gibt, damit man dann später erhöhte Polizeigewalt rechtfertigen kann. Verschwörungstheorie Nummer 3. Man könnte auch sagen, dass bestimmte Randalierer geschmiert worden sind, bezahlt worden sind von der Regierung, damit die Ausschreitungen möglichst eskalieren, um dann spätere Polizeigewalt rechtfertigen zu können. Um dann natürlich das ganze Volk auf seiner Seite zu haben. Verschwörungstheorie Nummer 4. Man könnte sagen, dass daraus totale Polizeiwillkür folgt. Das bedeutet, wenn der Polizist dich genau nicht mag, weil du irgendwie eine schiefe Nase hast, dann hängt er dir einfach irgendwelche Straftaten hin und du kannst nichts dagegen machen. Verschwörungstheorie Nummer 5. Durch die erhöhte Polizeigewalt und die Macht, die man der Polizei gibt, könnte es auch sein, dass die Polizisten viel korrupter werden, weil sie es einfach machen können und sich somit schmieren lassen. Verschwörungstheorie Nummer 6. Man könnte sagen, das Ende der Privatsphäre zugunsten für mehr Sicherheit der Bürger und somit wirst du total gläsern. Es werden immer mehr Kameras aufgehängt, auch online überwacht. Vielleicht reicht es so weit, dass jeder deine Facebook-Nachrichten lesen kann, deine E-Mails etc. Alles zum Aufhänger für einen guten Zweck, für mehr Sicherheit der Bürger. Daraus könnte zum Beispiel folgen, dass alles krass überwacht wird und wenn du irgendwie für 5 Euro schwarz arbeitest, dass dann am nächsten Tag schon die Polizei vor deiner Haustür steht. Das soll natürlich kein Aufruf sein, dass du schwarz arbeiten sollst, das ist ja klar eine Straftat. So, zu guter Letzt mein persönliches Statement mit Beispiel zur Deutschrock-Szene. Ein paar wenige Bands, die teilweise nur mittelmäßige Qualität abliefern, verdienen über 100.000 Euro pro Auftritt, manchmal sogar noch mehr plus Merchandise, während kleine, talentierte Bands nicht gefördert werden und nicht mehr wie einen feuchten Furz bekommen. Und da meine ich jetzt nicht mich damit.
Obwohl sie selber schon so viel haben und so viel verdienen, werden kleinere Bands mit sogenannten Knebelverträgen abgezockt, damit sie noch mehr Geld verdienen. Jeder Handgriff wird mit horrenden Summen verrechnet, genauso wie jede Supportshow. Das gleiche gilt übrigens auch für Veranstalter, die sich mit ihren Konzerten und Festivals über die Jahre eine goldene Nase verdient haben und am Ende nicht mal bereit sind, für Fans die Fahrtkosten zu bezahlen, obwohl sie das Geld locker hätten. Das nennt man das Winner-Takes-It-All-Prinzip, und wenn es auch nur um 10 Euro geht, versuchen diese Leute noch das Letzte rauszuschlagen, denn Geld stinkt bekanntlich nicht. Meiner Meinung nach läuft das so auch in der Gesundheitsindustrie, wo dir OPs verkauft werden, die du gar nicht benötigst, die sehr riskant sind, wo du in der Zukunft viele Probleme haben wirst. Das wissen viele Ärzte meiner Meinung nach auch. Und es wird trotzdem verkauft, einfach nur damit der Profit stimmt und damit die Tasche voll wird. Rockkonzerte ist die eine Sache, die andere Sache ist, wenn es um unsere Gesundheit geht und das Wohl des Menschen aus finanziellen Gründen jedem scheißegal ist. So, jetzt sind wir am Ende angelangt. Zu guter Letzt will ich noch dazu sagen, dass ich so Demonstrationen wie da in Hamburg klasse finde, aber sobald das Eigentum von anderen Menschen beschädigt wird und das in Gewalt ausschreitet, hört sich meiner Meinung nach der Spaß auf. Ja, das war jetzt mal wieder ein tiefgründiger Sonntagspodcast. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Diskutier mit, schreib deine Meinung drunter und dann sehen wir uns am Donnerstag wieder zum Kommentarvideo. Bis dann, macht's es gut. Ciao.